Ein maximales Willkommen wünsche ich euch hier zu einer neuen Folge Minecraft und natürlich passend zu der Begrüßung wird es auch direkt mal dunkel. So, heute werden wir, als allererstes mal sorry, dass gestern keine Folge kam, aber ich habe es schon mal gesagt. Kann gut sein, dass das jetzt zumindest noch mal in dieser Woche auch so ist, dass an einem Tag mal keine Folge kommt, weil ich diese Woche meine ersten drei schriftlichen Prüfungen habe. Und da geht halt Schule jetzt momentan wirklich erstmal vor. Aber jetzt produziere ich auch erstmal noch die Folge für jetzt, heute noch. Es ist 6 Uhr am 19. Ne? Bedeutet, die Folge, die du siehst, habe ich wirklich erst vor ein paar Minuten oder Stunden aufgenommen, wenn du so willst. So, wir legen uns jetzt mal ins Schlafen erstmal. Und sollten dann die Musik dann doch ein bisschen leiser machen vielleicht. Mir kommt das immer während dem Schnitt so laut vor, aber dann im Nachhinein ist es das gar nicht. So, Moment. Wollen wir mal sowieso ein anderes Lied? Hallo? Lied? So, ein bisschen leiser. So, jetzt sieht die Sache nämlich schon anders aus. Wobei ich glaube, dass das im Nachhinein dann viel zu leise sein wird. Aber schauen wir mal. So, als allererstes möchte ich ganz gerne mal auf ein paar Kommentare von euch eingehen. So, als allererstes mal die gute Jasmin Forever. Tut mir leid, ich kann es nur noch mal sagen, dass ich letztes Mal mit der guten Lara verwechselt habe. Ein Gruß an euch beide an dieser Stelle. Die hat nämlich geschrieben, das mit dem Glas und der Tür habe ich geschrieben. Aber nein, keine Sorge, ich fühle mich nicht angegriffen. Also die hat dann nämlich gemeint, dass wir uns hier Glas drum machen sollen. Dann hat noch jemand geschrieben, Moment, ich bin ja einmal ganz kurz draußen, immer um die vorzulesen. Ich blende die euch dann später an. GSLTV hat geschrieben, ich weiß nicht, wie du es machen möchtest, aber in dem Verzauberungsraum, also hier quasi, könntest du das Glas angleichen, also anstatt Glasblöcke, Glasscheiben hinsetzen. Wird echt schön bei dir. Und das Ganze machen wir jetzt nämlich auch mal. So, da hat der gute Mann nämlich recht gehabt. Da oben weiß ich nicht, ob wir das ändern, aber hier werden wir das auf jeden Fall ändern. So, Moment, haben wir denn noch Glasscheiben dabei? Oh ja, um genau zu sein, eine. Ja, super ist das. Mit einer Glasscheibe kommen wir echt weit, Freunde. Glas. Glas. Okay, da müssen wir uns mal ganz... Ach, Häse. Die sind aber auch wirklich schwer zu sehen. Guck mal, hier waren nur noch 64 und 10 und keine Ahnung, wieso ich die jetzt nicht gesehen habe. Sehr mysteriös auf jeden Fall. So, hier wird das jetzt angeglichen. Ja, sieht wirklich besser aus. Moment, wir können hier auch schon mal direkt angleichen. Ah, verdammt. So, übrigens wird auch Life is Strange. Heute ist ja die dritte Episode erschienen. Nehme ich, denke ich, jetzt im Nachhinein auch noch auf, aber halt immer nur wahrscheinlich dann täglich eine Folge. Wie gesagt, Prüfung und so. So, hier kommt das hin. Hier und da. Okay, das war dann ein zu viel. So, ja, doch, jetzt sieht das besser aus. Da oben, das wird dann halt natürlich dann nochmal quasi mit der Decke abgerundet. Ich habe die Connected Textures noch nicht angemacht. Aber es gab noch einen Kommentar, weil ich einblenden wollte, und zwar... Oder war es das? War da nicht nur ein Kommentar, was ich einblenden wollte, oder... Ach nee, okay. Das war's dann anscheinend. Alles gut. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter hier? Moment, ich will ganz kurz doch mal die Connected Textures anmachen. Wo war das? Hier irgendwo Connected Textures? Nee. Jetzt seht ihr, ich vergesse das dann immer. Textures, nee, das war... Oh, das war da auch nicht. Grafikeinstellungen. Adder? Nee, hier war das auch nicht. Quality, Connected Textures. Sag nicht, war, da ist es. Guck hier, Connected Textures auf. Achso, die waren schon connected. Okay, dann ist das wahrscheinlich das Texture Pack. Okay, dann nehme ich alles wieder zurück, was ich erstmal gesagt habe. So, hier den Raum würde ich ganz gerne... Ja, wie soll ich sagen, halt, ich würde den ganz gerne so ein bisschen abgeschnitten haben. Bedeutet, das wird dann... Hier so... Dass man hier halt wirklich so einen ganz eigenen Raum dafür hat. Ich weiß nicht, ob ich noch eins... Ja, komm, wir gehen mal noch eins nach hinten. So, dann dahin. Ja, genau, und dann kommen nämlich... Ja, dann müsste ich das wahrscheinlich eins nochmal zurückziehen, weil hier kommen dann überall nochmal Bücherregale, sobald wir natürlich die ganzen Bücherregale dann haben. Kommt ihr dann auch Scheiben rein, quasi so im Haus? Oder wollen wir da so einen kleinen abgeschnittenen Raum haben? Ich glaube, ich mache da erstmal so Holz rein, dass das quasi wirklich so ein bisschen abgeschnitten ist. Wir brauchen natürlich noch eine Tür. Die Tür kommt mal 1, 2, 3. Ja gut, das wird dann wahrscheinlich hier in der Mitte sein. 1, 2 nach da. Ach komm, wir machen dann ganz kurz erstmal dann hier eine Tür rein dann quasi. So, weil dann ist das hier ein bisschen abgeschnitten. Dann natürlich, dann wird das hier auch noch verändert. Und dann kommt man hier rein, dann hier zack. Und dann, wobei man das hier eigentlich so lassen könnte, dann kann man ja hier, ich weiß nicht, noch, ja, halt so ein bisschen genießen quasi, ne? Vielleicht kann man auch sehen, aha, da hinten kommen neue Kreaturen in der Nacht. Kann man ja auch überlegen, auf was man da denn dann bitte verzaubern möchte. Man weiß es ja nämlich nicht unbedingt. So, und dann wird das Dach. Das müssen wir dann natürlich auch weitermachen.
Also das Holz hier bleibt. Das da oben müsste... Mache ich direkt einmal richtig, wenn dann schon jetzt. Das muss so sein. Ja doch, so. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Gleich ist leer. So, da war es auch schon leer. Haben wir denn... Ah ja, sehr schön. Das hier haben wir nämlich noch. So, dann... Da kann ich schon mal... Zack, zack. Zack, zack. Das gleiche Spiel natürlich hier ja theoretisch dann auch. Da wird das Dach dann hier rausragen. Also muss das hier sein. Genau, da ich das hier einmal dann draufstellen kann. Wunderbar. So, dann gehen wir einmal hier runter. Das tut jetzt weh. Ja, genau. Sagte ich ja. Ja gut, das mit dem Glas ist dann halt die Frage, ne? Sieht jetzt gerade noch nicht ganz so schön aus. Aber das kann ja dann noch kommen. Also hier will ich dann auf jeden Fall auch noch Bücherregale hinmachen. Ich glaube, das Glas hier mache ich dann komplett weg. Und da oben, da kommt auf jeden Fall... Genau, hier haben wir noch Birkenholz. Perfekt. Das wird auf jeden... Gut, so will ich es natürlich nicht haben. So vielleicht. Was soll denn das? Ich will das da dran gesetzt haben. Hör mal jetzt... Wie mache ich denn das jetzt, dass das so runtergeht? Warte mal. Zack, 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 so. Ja, so wollte ich es natürlich nicht haben. Wie mache ich denn das? Das ist jetzt mega, mega uncool. Muss ich das hier dran setzen? Nee, auch nicht. Boah, das ist das einzig Nervige an Minecraft, finde ich immer, ne? Wenn du nie weißt, wie du die Dinger hier jetzt richtig hinsetzen sollst, dass sie... Was soll denn das? Hey, das ist jetzt uncool. Ich will das doch da dran gesetzt haben, Mann. Der macht das einfach nicht, ne? Vielleicht, ja, wahrscheinlich wird es so gehen, warte mal. Na gut, dann muss man sich hier jetzt quasi... Oh, nee, doch, das war richtig. Muss man sich hier quasi jetzt einmal zu helfen wissen. Also so muss jetzt eigentlich gehen. Ja, zack und zack. So, und da drüben dann natürlich das gleiche Spiel. Warte mal, machen wir einmal ganz kurz. So, den hier nochmal. Und den hier. Und hier müsste theoretisch dann ja aber auch nochmal so weitergehen. Ich weiß noch nicht, ob das so aussehen wird. Das werden wir dann sehen, Freunde. So, genau, dann hat man hier nämlich quasi so einen Raum drin. So, das hier kommt mal alles dann weg. Weil das brauchen wir dann wirklich nicht. So, dass man hier quasi wieder ein bisschen Platz hat. Das Ganze hier kommt auch weg. Dass man einfach mal ein bisschen Abwechslung hat und nicht immer nur dasselbe eben. So, jetzt die Frage. Wie sieht das denn aus? Wenn man hier reinkommt? Ich weiß es gerade gar nicht. Sieht da... Das da draußen passt dann irgendwie nicht. Das müsste theoretisch wirklich der Abschluss sein hier. Wir sollten das wirklich eins kürzer machen. Dass quasi hier wirklich der Abschluss dann ist. Und dass das dann nicht noch ein weiter nach draußen geht. Ja, definitiv. Okay, dann machen wir... Läuft gerade Hochzeitsmusik? Oh ja. Okay, ich höre schon auf. Birke, Fichte, was brauchen wir denn? Birke brauchen wir, ne? Ach, haben wir doch noch so viele. Okay, wir sollten uns ein paar Birken setzen. Mit den Birkensetzlingen. Ah, oh Gott, witzig. Ah, Witz, komm raus. So, jetzt hier aber mal. Noch ein paar Stufen machen, so viel wie halt geht. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh Gott, 29 wird nie im Leben reichen. Habe ich jetzt die Setzlinge mitgenommen? Nee, natürlich nicht. Oh Gott, ich kann nicht aufhören. Das ist aber auch so eine Melodie, die ist so in einem Kopf drin, die kriegt man einfach nicht so leicht raus. So, jetzt einmal hier kurz escapen. Zack, und dann hier alles wieder vollpflanzen. Zack, 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 zack. Sehr spannend. Duda, 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 duda. Oh, sieht echt schön aus von hier. Duda. So, sehr schön, alle gepflanzt. 17 an der Zahl, da werden wir wieder ordentlich was rausbekommen. So, und ich glaube, es wird nie im Leben reichen, hier gescheit das Dach hier fertig zu kriegen. Aber schauen wir doch mal, was bei rauskommen wird. Hier dürfte es anfangen, ne? Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, warte mal.
Warum schließt denn das jetzt nicht an? Da gibt es bestimmt eine ganz logische Erklärung für. Hä, warum schließt denn das hier jetzt nicht an? Jetzt mal... Ach, jetzt mal ernsthaft. Müsste das nicht theoretisch... Bin ich jetzt blöd? Theoretisch ist das doch richtig, oder nicht? Wie habe ich das denn da die ganze Zeit gemacht? Oh, ich mache mal ganz kurz von der Seite hier. Oh, guck mal, der kommt nämlich jetzt nicht rein. So, hier direkt vor unserer Fresse einmal hier was gebaut. Das Dach kann ich ja... Ne, wobei, das ist ja quasi so ein extra Raum hier. Von der Länge her hat das eigentlich ganz gut gepasst. Genau, hier muss es dann schon um die Ecke gehen. Warum schließt denn er da jetzt schon wieder nicht an? Das ist jetzt schon wieder so eine Frage, die mich dann schon wieder ein bisschen ärgert. Vielleicht muss ich das so machen, dass das anschließt? Ne, das wäre ja Schwachsinn. Ich kann aber da schon mal eins weiter nach oben bauen wieder. Und hier kann ich auch schon mal wieder nach oben bauen. Zack und zack. Das gleiche Spiel geht dann hier auf der Seite natürlich auch. Zack, zack, weil wir haben... Na, wobei, 17 haben wir noch. Das ist schon noch ordentlich. Guck mal, hier auch schon wieder jetzt. Da stimmt doch was nicht. Warte mal, ich muss das hier nochmal ganz kurz wegmachen. Und das mache ich ja auch nochmal kurz weg. Ich glaube, das ist nämlich der Fehler gewesen, dass das hier nicht funktioniert hat. So, hier dran. Ja, genau, weil jetzt funktioniert das auch wieder. Keine Ahnung, was das war. Hier nehme ich auch schon wieder. Moment, ich glaube, ich muss erst unten ansetzen. Unten ansetzt, oben ansetzt. Verdammt. Okay, ja. Ja, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. So und so. Ja gut, eigentlich ja auch nicht, aber... Warte mal, hier. Zack. Ja, aber hier macht er dann schon die Ecke. Wieso macht er hier schon die Ecke? Das will ich nicht. Und wir sollten jetzt erstmal pennen gehen. Wobei wir eigentlich gesichert sind, aber... Im Dunkeln zu arbeiten ist eben doch nicht ganz so schön, wie man eben immer denkt. Komm schon, komm schon. Ja, wunderbar. War da nicht gerade eine Spinne? Oder ist die jetzt... Ach, die ist wahrscheinlich despawned oder sowas. Was weiß ich denn? So, wieder nach oben hier. Kommt zumindest noch in der Folge hier das Dach ansatzweise fertig bekommen. Sieht gerade noch alles andere als fertig aus. Ziemlich verkrüppelt sieht's aus. Ich weiß halt nicht, warum der da hier jetzt dann schon wieder diese Biegung macht. Das ist doch nervig. Guck mal, hier auch. Was soll denn das? Mann. Wahrscheinlich muss ich hier dann... Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Jo. Und dann hier. Hier macht er dann wahrscheinlich die Biegung. Oder auch nicht. Vielleicht erst hier hinsetzen. Ach, komm schon. Ja, fall auch noch auf die Fresse. Also man kann schon leicht aggressiv werden hier beim Bauen. Also das muss man schon sagen. Jetzt. Jetzt hat er gemacht, was ich wollte. Jetzt mach hier bitte nicht die Biegung. Ja. Ja, geilo. Jetzt mach das. Spring. Jump. Jump. Biegung. Biegung, nein. Kein Bock drauf, oder? Na, wahrscheinlich dann auch wieder das Spiel hier. Das kennt man ja. Genau. Dann kann der Kack hier auch mal weg. Keine Ahnung, was... Nee, wir haben eh nur noch zwei Treppenstufen. Aber wir haben genug Knochenmehl, dass wir das verlängern können. Alter, wieso macht der jetzt hier wieder nicht... Yeah, ich raste aus! Mann! Komm schon! Was soll denn das? Ach, ich sehe schon, da hinten ist das Problem. Weil hier schon wieder das Eckstück ist. Oh, Moment. Jetzt müsste es klappen. Ja, jetzt klappt's. Wunderbar. Da oben ist sowieso dann einmal wieder zu weit gebaut. Hier müsste dann theoretisch was rein. Moment. So. Dann müsste ich hier das hier dahin. Ja, geil. Und jetzt kommt dann halt hier oben. Ah, wir haben sogar noch Birkenholzbretter. Perfekt. Zack und zack. Da oben kann man dann hier hinbauen quasi noch theoretisch, was man möchte. So, jetzt mal kurz schauen, wenn man diese hässlichen Teile wegmacht, damit der Axt gleich kaputt geht. Ich hoffe, dass sie das hier noch durchstehen wird. Gut, habe ich gesagt, dass sie das hoffentlich noch durchstehen wird? Das habe ich, aber... So, jetzt zumindest... Naja, gut, ich will jetzt eigentlich eh nur von außen sehen.
Das hier wird dann ja weggerissen, quasi. Dahin, ich habe dich genau gehört, Spinne. Ja doch, an sich kann man das aber so lassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der morgigen Folge wieder, Leute, wo dann schön und herrlich weitergebaut wird. Bis dahin und macht's gut.